Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terrorpilli, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein Außerirdischer, Mann! Schnitt! Schnitt! Müllermann! Die haben Talent! Die sollten vorsprechen und zum Film gehen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Idiot. Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein. Liebling, du lieblich. Mund aufmachen. Los. Aufmachen. Genau so. Wie schmeckt das? Psst. Wie schmeckt das Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat? Wie fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anja. Meine Familie. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrats und grausamer Morde in tausenden Fällen, wurden Sie schuldig gesprochen, William Joseph Blazkowicz. Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich Sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blazkowicz! Der schnelle, reine Tod! Gerichtsdiener! Yeah.
und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Überall die Tür, okay. Also. Mama? Oh, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, Billy. Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Fröhliche Dinge und Dinge, die einem das Herz brechen. Ich war nicht da, als es nötig war. Ich ließ dich im Stich. Es tat so weh, Billy. Als du gingst, war es, als würde man mir das Herz rausreißen. Aber alle Not endet auch wieder. Weißt du das? Vieles davon ist unvermeidlich. Ich musste da bleiben, damit du gehen konntest. Und jetzt hast du Probleme. Mach dir keine Sorgen. Meine Probleme sind vorbei, mein Sohn. Ich will da nicht mehr rausgehen. Ich kann das nicht mehr. Du bist stark, Billy. Wir sind Überlebenskünstler. Wir kämpfen auch dann, wenn wir nicht wissen, wie. Du bist eben mein Sohn.
bekomme Zwillinge, Mama. Noch nicht geboren. Ich will sie sehen. Ich will, dass du sie siehst. Du fehlst mir. Wir werden zusammen sein. Bald. Du musst nur noch eine letzte Prüfung bestehen. Gerichtsdiener! Warmer Mantel der Tagträume. Gestohlen von kalten Winden der Wirklichkeit. Bürger des glorreichen Germaniens, dies ist ein Tag zum Feiern! Vor einer Woche haben unsere tapferen Truppen William Joseph Lefkowitz festgenommen. Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle die Gerechtigkeit, die er zahllosen Opfern verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben! Bis der Krieg gewonnen ist! Victoria! 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 Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle auf Position. Er kommt! Seien Sie bereit. Wir haben weniger als 7 Sekunden. Achtung! Fertig! Max, Bombarde! Jetzt! Anja, jetzt! Schnell! Wir haben nur 3 Sekunden! Wir müssen unbedingt wieder Blut in sein Gehirn kriegen, sonst stirbt er. Lebt er noch? Antworten Sie, lebt er noch? Ich fürchte, es ist zu spät. Oh nein! Aktivität. Ja, er lebt! Sie sind ein verdammtes Genie, Seth, wissen Sie das? Max hat... Max hat recht. Wir sollten verschwinden. Ist er bereit für den Transport? Oh Gott, er ist tot. Scheiße, das melde ich. Verdammte Glückspilz! Der einzige Kerl auf dem Planeten, der es überlebt, gekämpft zu werden! Herr Blazkowicz, können Sie mich hören? Ah, gut, also Folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet. Sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen Sie es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen. Und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Ach, ja.
bitte, ich bin nicht mehr der Jüngste. Meine Familie. Hilfe wäre also nett. Also, das ist seltene Kampfausrüstung für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten. Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Komprimieren Oberkörper, ne, das ist so, okay. Da können wir uns ganz klein machen. Donnerfall ist verstärkungsgestellt, ist im Gelenk, Ellenbogen, Schultern stabilisiert. Zu Hindernisse wegrammen, Türenkisten zerschlagen und Gegner niederschlagen. Aktivieren sich beim Sprinten. Okay. Schlachtenläufer. Bein montiert bei Bedarf aktiviert wird. Sobald es aktiviert wird, fahren Stützen aus, sodass du neue Bereiche erreichen, vertikale Deckung nutzen und andere taktische Vorteile auf der Position annehmen kannst. Können wir uns groß machen. Ja. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere Sie jetzt. Bis gleich. Ich bin wach, ich schlafe nicht, ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Wie fühlen Sie sich, Herr Blazkowicz? Können Sie sich bewegen? Ja, Sie können es. Zeigen Sie es uns. Zeigen Sie es uns. Ich fühle mich stark. Erinnern Sie sich an Ihren Namen, daran, was Sie in den letzten 2 Jahren getan haben? Außer Regimesoldaten töten. Wenn du nochmal stirbst, William... Dann erschlag ich dich. Komm, ich hab was zum Anziehen. Schicken Sie ihn zu mir, wenn Sie fertig sind. Hast du das gesehen, Kätzchen? Hast du das? Hast du das? Riese! Herr Blazkowicz! Wie sehe ich aus? Wie ein neuer Mann, mein Junge, wie ein neuer Mann. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Also, das hier, das hat Shoshanna auch. Nein, 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 nein. Das verbindet Ihren Kopf mit dem Körper. Sehr, sehr wichtig, nicht daran rumzuspielen. Also, es kann vorkommen, dass Sie ein Kribbeln spüren. Keine Sorge, ist ganz normal. Aber sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel Ihr Kopf den neuen Körper abstößt. Sowas in der Art. Max Hals! Max! Max Hals! Max! Das finde ich auch, Max. Maxchen. Maxchen. Also, ich habe das gewünschte Gerät repariert. Legen Sie es an und probieren Sie es doch mal aus. Genau, Herr Blazkowicz. Aktivieren Sie den Schlachtenläufer, um die Kante der Wand zu erreichen und dann rüber. Ja, Riese, benutzen Sie jetzt den Schlachtenläufer, um über die Wand zu kommen.
Okay. Fähigkeit vertraut gemacht haben. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Caroline, danke. Nehmen Sie Ihre Flügel zurück. Ich brauche sie nicht mehr. Herr Blaskowitsch, es ist wirklich bemerkenswert, Sie vor mir zu sehen. Los, hoch damit! Blaskowitsch, mein Freund! Wie schön! Willkommen zurück unter den Lebenden! Ja, willkommen zurück und so, Blasko. Ich würde sie ja gern richtig doll drücken. Aber wenn das Ding hier runterfällt, geht es hoch und das Scheißboot geht unter. Könnten Sie mal herkommen und mir helfen? Max Hass! Oh Gott, da kommt der Idiot! Zurück, Max! Das Ding ist sehr gefährlich. Das fliegt uns um die Ohren. Oh, sagt eure Gebete, wir sind tot. Er bringt uns doch alle um. Nein, 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 nein! Max Hass. Was in drei Teufelsnamen ist eben passiert? Gut gemacht, Max. Unglaublich. Oh, naja, Sie machen mich alten Krauts noch ganz sentimental, Blasko. Und wir müssen dieses Ding fertig haben, bevor wir nach New Orleans kommen. Aber schön, dass wir wieder wohlauf sind, Captain. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Mit Grace sprechen. Oh, Herr Blaskowitsch! Oh, Herr Blaskowitsch! Ich habe im Fernsehen gesehen, was sie Ihnen angetan hat. Es war schrecklich. Es tut mir leid. Es tut mir so verdammt leid. Aber jetzt muss ich dringend aufs Klo. Ich bin so froh, dass Sie am Leben sind. Vielleicht zünden Sie lieber ein Streichholz an oder so. Oh, mein Gott. Das stinkt. Mal sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Hey! Schön, dich zu sehen, Grace. Scheiße. Blaskowitsch, Sie sind ein echt harter Brocken, wissen Sie das? Was ist das? Species Müll aus Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hier hingeknallt. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Wann? Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte, das war ein außerirdischer Mann. Ha!
Vollidiot. Reset. Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Gehört es Ihnen? Was ist das? Wo haben Sie es her? Specie hatte es aus Roswell. Hat 47 bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie... Das kann nicht sein. Aber das... Oh! Oh Gott. Seth. Oh Gott, es ist... Entschuldigung. Tut mir leid. Grace. Gleich fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Ma'am. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans-Zone. Kommen Sie, Blazkowicz, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horton. Nach dem Krieg baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horton und seine Kameraden stecken da fest und harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht. Todesschwadronen stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gott verdammt, sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Bereiter als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam. Wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blazkowicz, ein Gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt, Sie seien tot. Die werden Sie nie kommen sehen. Nie kommen sehen, ja, genau. Wir können auch mal gucken. Okay, Scharfschützen-Kit brauchen wir nicht unbedingt. Schockhammer ist doch die Pumpe, oder? Superladung. Haben wir die noch nicht gehabt? Dann haben wir sie jetzt. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir und sehen uns dann auch gleich wieder, ne? Würde ich sagen. Nehmen wir hier einen neuen Speicherplatz. Jo, und dann bis gleich.